Teilen wir uns auf und suchen sie. Der Buggy ist unsere einzige Chance, Brummbärchi aus dem Sand zu ziehen. Was ist mit Brummbärchi? Wir können ihn doch nicht allein lassen. Haben wir nicht. Hurra-Bärchi leistet ihm Gesellschaft. Oh ja, sie wird ihn aufmuntern. Die Bienen sind noch nicht hier. Und ich weiß, wir sind viel schlauer. Doch ich weiß, wenn sie erst mal anrücken, dann sind sie stinke sauer. Hurra-Bärchi, das hilft uns nicht weiter. Du musst mich nicht aufheitern. Das habe ich dir schon 20 Mal gesagt. Ich mache mir langsam Sorgen. Hey, das weißt du ganz genau. Werden wir das überleben? Das weiß keiner ganz genau. Bienen haben Stachel. Und sie stechen dich. Wenn du doch nur laufen könntest, das wäre besser. Sicherlich. Jetzt kommt die Show ganz einfach so. Wir machen Pop und singen Rock. Spaß ohne Ende, klatscht in die Hände. Freunde in Harmonie haben Spaß wie die. Wuhu! Sehr gut, das Publikum applaudiert, hoffentlich. Und jubelt, wenn wir Glück haben. Neues Bühnenbild. Das war knapp. Hurra-Bärchi, alles in Ordnung? Du warst umwerfend. Ich wollte mir gerade ein bisschen die Natur ansehen und dann habe ich dich auf deinem Skateboard gesehen. Und ich kann dir eins sagen, ich war hin und her gerissen. Pfeif auf die Natur. Dich zu beobachten war spannender. Ach, Hurra-Bärchi, du machst mich verlegen. Das ist mein absoluter Ernst. Wow, dann habe ich jetzt wohl einen Fan. Bisher nur einen, aber nicht mehr lange. Huh? Du musst bei dem Bärchi-Wettbewerb nächstes Wochenende mitmachen. Du weißt doch, der für extreme Sportarten. Naja. Kein Naja, Sonnenschein. Das Bärchi-Extremwettrennen liegt dir wie sonst keinem. Das muss dir doch klar sein, oder? Naja, irgendwie schon, ja. Ja, das wäre schon möglich. Komm schon, Sonnenschein. Das ist dein Ding. Du kannst gewinnen. Du bist das mutigste Bärchi, das ich kenne. Ach, ich weiß nicht, Hurra. Ich bin nur so gut, weil es mir Spaß macht. Ich nehme die Sache nicht so ernst, weißt du? Ohne Druck läuft alles super. Aber du hast doch immer geübt und bist so talentiert. Willst du das den anderen nicht mal zeigen? Hä? Stell dir doch nur mal vor. Der Ruhm und die Aufmerksamkeit, wenn du der Champion bist. Ich bin mir nicht sicher. Na schön. Und was ist mit dem Vorbild und mit der Inspiration für all die anderen kleinen Glücksbärchis im Wolkenland, hä? Oh. Na ja. Was ist mit dem extrem schicken Stirnband, das alle Teilnehmer der Wettkämpfe tragen? Gewonnen! Ich wusste, dass du nur etwas positive Energie und Motivation brauchst. Und bei mir bist du genau richtig. Ja, das ist praktisch mein Spitzname, Sonnenschein. Warum sollte dein Spitzname positive Energie und Motivation sein, hä? Das ist viel zu lang. Jana, na gut. Hanna, warum nicht? Beate, vielleicht. Morgen fangen wir mit dem Training an, wir beide. Wir können nicht verlieren. Wenn ich mit dir fertig bin, Sonnenschein, dann ist positive Energie und Motivation auch dein Spitzname. Aber ich mag meinen alten Namen. Tja, Brummbärchi. Diesmal kann ich dir nicht helfen. Das musst du ganz allein machen. Badekappe, Bürste, quietsche Entchen. Oh. Nein, nein, nicht Brummbärchi. Oh. Komm schon. Wie oft haben wir das jetzt geübt? Hey, verzichte drauf. Sortier es aus. Ich hab ja was aussortiert. Aber das kannst du doch besser. Los. Aber die Sachen sind noch zu gebrauchen. Ja, und zwar für Kinder, die was damit anfangen können. Außerdem wolltest du abspecken. Na schön. Oh, Hurra-Bärchi, ich weiß, du bist beschäftigt. Kannst du mir bei den Dehnübungen helfen? Oh, na klar, das mache ich doch gern. Ja, ich nehme mir die Zeit. Hurra-Bärchi, kannst du mir helfen, kleine Deckchen für die Tiere zu stricken? Hauptsache, sie verstricken sich nicht in die gestrickten Deckchen, verstehst du? Verstricken? Haha, verstehst du? Das war ein Witz. Hä? Ist egal. Ja klar, ich helfe dir. Ich könnte eine kleine Aufmunterung beim Aufwärmen der Höhlen gebrauchen. Der super aufmunternde Cheerleader ist bereit, dich aufzumuntern. Sag mir Bescheid. Was nützt die schönste Höhle, wenn sie nicht wetterfest ist? Kannst du mir zur Pforte gehen? Aber klar, das mache ich gern. Und ich könnte dringend deine Hilfe gebrauchen, um das ganze Essen in die Futterpakete zu packen. Natürlich. Was ist denn ein Futterpaket ohne Futter, hm?
Ich habe alles auf meine Liste geschrieben. Ich kümmere mich noch kurz um das Obst und das Gemüse und dann bin ich gleich wieder bei euch. Berchi! Los! Hey, ihr süßen Tomaten, ihr habt doch bestimmt Durst, hm? Und jetzt könnt ihr hübsch wachsen. Ach, ihr Avocados seid auch bald reif zum Pflücken. Wunderbar. Und wie steht's bei euch, meine Mohrrübenfreunde? Sehr schön. Und weiter wachsen. Das habt ihr alle gut gemacht. Ich komme später zurück, um euch zu ernten. Aber bis dahin trinkt euch satt, sorgt euch vor Sonne und wachst, wachst, wachst. Ja. Oh, ups, keine Zeit für Trödeln. Dann bis später, Tomaten. Fantastische Dehnübung. Großartig. Gesicht nach oben. Sehr schöne Baumpose. Weiter so. Dann seid ihr auch alle fit für den langen Winterschlaf. Hurra! Was machst du denn hier? Du solltest doch Gemüse ernten. Ich helfe Schmusebärchen nur bei den Dehnübungen. Hör auf damit! Geh zurück an deine Arbeit. Oh, na schön. Danke, Hurra, Bärchi. Und du brauchst wirklich keine Hilfe? Oh nein, ich schaff das. Meine Arbeit. Naja, zuerst helfe ich mal Wunderherz. Juhu! Das macht 113. Wir sind schon halb fertig. Das war nur ein Spaß. Wir müssen nur noch zwei Deckchen machen. Na gut, ich glaube, bei einer kann ich dir noch helfen. Nein, kannst du nicht. Hurra, Bärchi, du hast deine Aufgabe. Oh, tut mir leid, Wunderherz. Ist schon gut. Kann ich dir auch helfen? Nein, nein, nein. Ich schaff das schon. Na gut, danke schön. Einen Trainingskurs mit 1+ absolviert, Sonnenschein-Bärchi. Danke, Hurra. Ich musste wirklich alles geben. Hast du jetzt positive Energie und bist motiviert? Ja, das ist praktisch mein Spitzname. Warum sollte positive Energie und Motivation dein Spitzname sein? Das ist doch viel zu lang. Ich bin Hurra-Bärchi und ich bin das fröhlichste Glücksbärchi im ganzen Wolkenland. Ich bin immer optimistisch und auch immer voller Hoffnung. Ich sehe in allem immer nur das Beste. Jawohl! Und ich muntere euch auf mit einem lauten und fröhlichen Hurra! Na, wer hat Lust auf eine kleine Regenbogenparty? Wolkenland-Kristall muss hier irgendwo sein. Ach, wir suchen schon seit Stunden. Wir werden ihn niemals finden. Brummel, sei nicht so pessimistisch. Ich bin nicht pessimistisch. Ich sag dir was, wir sollten aufgeben. Brummbärchi, das Einzige, was wir aufgeben sollten, ist unsere Streiterei. Los, komm. Sieh mal das Funkeln da oben. Der Wolkenland-Kristall ist da oben. Ach Quatsch, das ist nur ein kleiner Glitzerling, nichts weiter. Ach, leider. In den Bäumen funkelt es auch. Hurra, Bärchi, nein! Das ist ein Glitzernetz. Ah! Warte, da ist er. Es funkelt auch in dem Busch. Nein, 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 nein! Hurra, Bärchi, das ist ein Busch voller Glitzerkletten. Ah! Au, warum gibt es nur so viele glitzernde Dinge? Obwohl sie alle ziemlich hübsch sind. Warte, raus damit. Alles klar? Ja, ich meine, nein. Ich meine, oh nein, du hast recht, Brummbärchen. Wir schaffen es nicht. Niemals. Niemals. Wow, wow. Beruhige dich wieder. Nein, wir werden niemals den Wolkenland
Ach was. Wir müssen nur unsere Köpfe anstrengen. Wir finden ihn. So, und jetzt hör auf, rumzujammern. Und denk lieber positiv, ja? Ich hab doch nicht wirklich gejammert. Ich hab nur versucht, irgendwie deinen Standpunkt zu verstehen, Brummbärchi. Damit kenne ich mich aus. Du hast gejammert und rumgebrummelt, jawohl. Schön, vielleicht. Aber du hast mich dafür aufgemuntert. Nein, ich hab nur gesagt, dass wir möglicherweise Erfolg haben könnten, wenn wir... Na, schön, es stimmt. Ich hab dich aufgemuntert. Und weißt du was? Es war gar nicht mal so furchtbar. Rumzujammern und zu brummeln war auch nicht so schlimm. Es tat gut zu sagen, was ich fühle. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn man ab und zu mal rumgrummelt. Hurra, wir grummeln! Wir grummeln, wir grummeln! Ja, 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 du brauchst ja nicht gleich so rumzujubeln. Ich kann nicht anders, weißt du? Ich bin eben so, Brummbärchi. Ja, alles klar.